Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 News Video. In diesem Video zeige ich euch die nächsten Factsheets vom Factsheet Friday für das AGI Pack. AGI Pack, das ist ja ein kostenloses DLC, das wir relativ bald kriegen. Und wir hatten da schon mehrere Geräte und so, die wir in den letzten Wochen angeguckt haben, also kleinere Silos und diverse Förderschnecken. Und jetzt haben wir noch einen Factsheet Friday gekriegt. Das soll der letzte sein. Daher vermute ich, dass das Pack bald rauskommt. Aber keine Ahnung wann. Nur wenn das jetzt der letzte Factsheet ist, könnte es theoretisch jederzeit rauskommen. So. Und hier haben wir etwas sehr Mysteriöses, und zwar einen, also das sieht jetzt erstmal aus wie eine Förderschnecke, würde ich sagen. Und das ist ein FX Seed Treater, ein Saatgutbehandler. Es ist also keine normale Förderschnecke, sondern ein Saatgutbehandler. Gehört zu den Conveyor Belts, was wir als Förderband übersetzen würden, aber da gehören halt auch die Förderschnecken dazu. Und es hat ein ganz merkwürdiges Symbol hier. Wenn man sich das hier genauer anguckt, ich mache das mal größer. So. So, da. Das ist eine Dose mit so einer zweiblättrigen Pflanze drauf. Und das könnten wir jetzt ja mal vergleichen mit den Symbolen, die wir im LS22 haben. Da haben wir hier das Silage-Additiv. Das sieht schon so ähnlich aus. Aber ich mache es hier noch mal etwas größer. So. Könnt ihr es jetzt gut sehen? Ich glaube, ja. Also das ist auch so eine Dose, aber das ist keine Pflanze mit zwei Blättern, sondern es sind zwei Blätter, ein größeres Blatt und ein kleineres Blatt, die sich nicht mal berühren. Und jetzt gucken wir uns das andere nochmal an. Da ist zwar die Dose ziemlich ähnlich, aber das Blatt, die Pflanze mit Blatt sieht anders aus. Und jetzt gucken wir hier nochmal bei den verschiedenen Symbolen. Da unten, da haben wir den Saatgutbeutel oder Sack oder so. Da ist eine Pflanze mit zwei Blättern. Das heißt, es ist irgendwie eine Dose mit irgendwas mit Samen. Und es steht ja auch dabei. Ich mache das jetzt hier mal alles wieder kleiner. So, mal gucken, ob ich das gut hinkriege. Komm. Da. Es ist ja ein Seed Treater oder wie das Ding heißt. So. Seed Treater, ein Samenbehandler. Davon hieß es jetzt in der Info über dieses Pack überhaupt nichts. Also der einzige Hinweis darauf, was das sein könnte, ist dieses bisher unbekannte Symbol. Und der Name Seed Treater. Ansonsten würde ich sagen, ja, Förderschnecke, ganz klar, kriegen wir schon mehrere von AGI. Aber es könnte irgendwas sein, ein neuer Fülltyp. Das ist jetzt mal eine reine Spekulation, die nur dadurch befeuert wird, dass es diese Bezeichnung von dem Gerät gibt und dieses neue Icon. Und dass es irgendwas ist, ein Additiv, so wie man dieses Silage-Additiv nimmt, um die Silage letztlich zu verbessern. Sprich, wir kriegen mehr Ertrag raus. Und wie man Saatgut verbessern kann. In echt wird Saatgut ja auch behandelt. Also normalerweise nimmt man nicht einfach so die Körner, also die Weizenkörner zum Beispiel, und sieht die wieder aus, sondern damit das ein richtig gutes Saatgut wird,
werden die gebeizt und manchmal da kommen Fungizide dazu und hast du nicht gesehen? Und von irgendjemand habe ich auch gehört, der sagt, da wird so ein gleitfördernder Überzug, sowas wie Paraffin oder so in der Art, so drüber gesprüht, damit das besser aber aus den Seemaschinen rausgleitet. Also es gibt da eine Vielzahl von Einzelsubstanzen, die man dem Saatgut zufügen kann, damit es besser funktioniert. Also damit es nicht vergammelt und damit es sich besser sehen lässt und so weiter und so fort. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, mal rein spekulativ, dass dieses hier eine Maschine ist, die man mit so einem Saatgutmittel füllen muss, mit diesem da, was man vielleicht im Shop kaufen kann, vielleicht auf Paletten oder so. Vielleicht ist hier oder da oder irgendwo dieses Saatgutmittel dann drin, so ähnlich wie das Siliermittel am Ladewagen. Und dass, wenn man dann aus so einem Silo das Saatgut raus fließen lässt und dann durch diese Förderschnecke in eine Sämaschine transportieren, dass unterwegs das Saatgut irgendwie noch toll aufbereitet wird und dann besser ist. Ja, vielleicht braucht man dann weniger Saatgut oder der einfachste Weg wäre wie bei der Sila beim Silagemittel, wo man ja unrealistischerweise eine höhere Ernte erzielt, also mehr Ernteertrag hat. So funktioniert das ja nicht in echt, aber vielleicht wird das hier auch ähnlich umgesetzt. Ja, vielleicht irre ich mich auch einfach und dieses Symbol hat nichts zu sagen und es ist einfach nur eine Förderschnecke. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich finde, selbst wenn ich das vielleicht nicht oft benutzen würde, aber dadurch, durch dieses Mysterium, wird für mich dieses AGI-Pack noch spannender, sagen wir mal so, weil ich will schon wissen, was hat es damit auf sich? So, und jetzt kommt das nächste Factsheet. Da geht es gleich ganz verrückt weiter. Erstmal ist es hier ein Auger, das ist eine Förderschnecke. Das ist also nicht so aufregend, weil davon haben wir von der Firma jetzt schon mehrere gesehen. Und dann haben wir noch einen richtig großen Flat-Bottom-Bin. Also das sind jetzt nicht mehr so diese kleinen Mini-Silos für den Hausgebrauch, sondern das ist schon ein ordentliches Geschoss. Das hat über 5 Millionen Liter. So sieht's auch aus. Und es hat einen Neko-Dreier. Ich nehme mal an, dass dieses Dings hier, dieser Dreier ist, da steht auch Neko drauf. Und in echt muss ja Getreide manchmal getrocknet werden. Wenn es irgendwie zu viel geregnet hat in der Zeit, wo das Getreide erntereif geworden ist, dann muss man es trocknen, um es auf einen optimalen Trocknungsgrad, zu bringen. Die Bauern in echt, die gehen auch oft hin und die haben oft sogar Geräte, wo sie dann vor der Ernte hingehen aufs Feld und ein bisschen so mit der Hand ein bisschen ernten und das dann messen, wie feucht das ist. Und nur wenn der Feuchtigkeitsgrad stimmt, wird auch wirklich geerntet. Und wenn es halt irgendwie, wenn klar ist, oh, morgen kommt dann die große Regenfront, dann wird halt trotzdem schon mal geerntet und dann muss getrocknet werden. Und dafür ist so ein Getreidetrockner da. Aber im LS22 ist das Getreide bei uns immer perfekt trocken. Selbst wenn wir bei Regen ernten, kriegen wir zwar weniger, aber es ist schön trocken. Und vielleicht kommt da ein neuer Mechanismus mit ins Spiel. Oder es ist einfach nur Deko. Da bin ich auch gespannt. Also diese letzten beiden Factsheets, finde ich, machen dieses Pack noch deutlich spannender, als es bisher war, weil ja so irgendwie so angedeutet wird, dass da vielleicht noch neue Gameplay-Features ins Spiel kommen über dieses AGI und kostenlos. Ja, auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt,
wann das Pack rauskommt und was es tatsächlich mit diesem Getreidetrockner und der Saatgutbehandlung auf sich hat. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.